kleine Natascha Denona Pastellpalette, bitte melde dich bei mir. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder so einen kleinen, ich packe euch mal hier so ein bisschen rein, was ich hier und da so über die Zeit geschubbt habe und hoffe, ihr habt wieder Spaß an diesem kleinen, kunterbunt gemischten Haul. Und ich habe euch zum Beispiel diesen Pulli auch schon gezeigt, die Schleifchen gezeigt und habe heute auch wieder etwas auf den Augen, ne? Falls ihr euch fragt, welche Palette das ist, die ich mir auch geschnappt habe. Ich fange aber erstmal an und muss euch hier Teilchen zeigen, die habe ich mir auch schon länger geschnappt gehabt und hatte das auch auf Instagram geteilt, weil da ein Sale war und auch hier und da gibt es immer wieder ein Sale und auch da muss ich unbedingt nochmal ein bisschen Nachschub holen, ich sag's euch, weil den Augenlook, den ich natürlich habe und auch so ein bisschen Face, habe ich mit Pinseln geschminkt, die ich, oh mein Gott, Leute, ihr wisst das, ich liebe Pinsel, ich liebe, 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 liebe Pinsel, aber diese Pinsel ganz besonders, die sind von Reffer, ich glaube, so geht das ausgesprochen, und da habe ich mir so ein 10er-Set gekauft, ich habe schon hier einmal rumgestöbert, irgendwie ist einer lost. Mein kleiner Lost-Pinsel. Und ja, ich weiß, ich muss sie mal sauber machen. Es wird Zeit. So schauen die Eimer aus, nur dass ihr die mal gesehen habt. Und man sieht es ja schon so schön. Die haben überall so ein paar kleine Farbkleckse drauf, weil sie halt in Anwendung waren. Und auch hier, ne, ist so ein kleiner Foundation-Brush, den ich richtig, richtig nice finde. Die sind echt Haarpinsel, ne? Und werden in Japan hergestellt. So viel weiß ich noch. Der Rest bin ich ein bisschen raus, aber ich kann euch zumindest sagen, dass die, ich hatte noch nie so gute Pinsel. Also wirklich noch nie so gute Pinsel und ihr wisst das, ich bin pinselverrückt. Deswegen muss ich die euch hier auch einmal kurz in die Kamera halten, weil ich die so fantastisch finde und vielleicht seid ihr auf der Suche nach richtig guten Pinseln, die euer Pigment schön, also wirklich schminken kann, so einfach sein, wenn man manchmal das richtige Werkzeug hat, ne? Einmal diese Fraktion in ein bisschen teurer, aber immer noch mega nice. Und dann habe ich weitere Pinsel geschoppt. Also wer denkt die ganze Zeit, ich würde keine Pinsel kaufen? Ich bin immer noch ein kleines Pinselmädchen und kaufe natürlich auch hier und da. Und auch die sind schon rege in Benutzung, deswegen don't judge me. Ja, it's used. Aber ich muss sie ja testen, ne? Und die sind, und das sieht man glaube ich auch, von dem lieben Marvin, Gender X Beauty. Und die musste ich mir einfach schnappen. Und an dieser Stelle auch ganz, ganz, ganz viel Herzenswärme, Liebe und Knuddler raus an meine wundervolle Jen. Ne? Auf jeden Fall, ja, sie sind so traumhaft schön. Man kann einfach nicht dran vorbei. Schaut euch die mal an, wie toll die gestaltet sind. Ich finde das so fantastisch. Ich finde es ein bisschen schade, mein Make-up-Pinsel, gerade der Make-up-Pinsel, da sind wir wieder bei den kleinen nervigen Haaren, die man dann hier und da mal im Gesicht hat. Auf jeden Fall, der verliert leider schon Haare. Und ihr wisst das vielleicht noch, dass ich so getrauert habe, als mir der eine Pinsel, ne, der war ja nicht mehr zu retten, aus dem BH Cosmetics Set von Marvin kaputt gegangen ist, weil ich die echt geliebt habe und gefeiert habe und immer noch liebe und feiere. Und hier gab es dann so ein kleines Set als Nachschub, was auch bei mir eingezogen ist. Ich habe euch versprochen zu erzählen, welche Palette derzeit auf meinen Augen ist, ne? Oh mein Gott, ich wieder, ne? Aber ich habe euch gewarnt, hier wird es kunterbunt und ein bisschen dies, das, Ananas. Pat McGrath Labs. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht an dieser wunderschönen Palette vorbei und habe sie mir geschnappt. Die gibt es übrigens auch bei Douglas, ne, ich meine sogar im Angebot, wenn ihr da zuschlagen wollt. Ich habe direkt bei Pat McGrath selbst bestellt, denn da ist noch ein bisschen was anderes mitgekommen. Das zeige ich euch dann in dem nächsten Mix It Up Haul. Und so schaut die einmal aus. Und Leute, oh mein Gott, ich feiere ja wirklich diese Paletten. Ich habe da ja ein paar von. Leute, hier ist ein Chaos, ne? Aber ich hatte da ja auch schon mal diese unter anderem bestellt. Und die hatte ich, glaube ich, ich krame hier
in der Hoffnung, dass nichts zusammenfällt. Die einmal raus, die liebe ich so abgöttisch. Die hatte ich mir bei Parfüm Dreams einmal bestellt, wo sie ein bisschen günstiger im Angebot war. Später war sie noch günstiger und wirklich, ich benutze die rauf und runter. Ich liebe, liebe, liebe die Qualität von den Lidschatten einfach. Und deswegen, ne, die hat mich so angesprungen und da komme ich ein Stückchen näher, denn ich schimmere hier so wunderschön auf den Augen. Ich liebe diese matten Töne, ich liebe diese Schimmerfarben. Die gibt es noch in einer anderen Variante, aber ich fand die hier einfach so ansprechend von den Farben her. Wirklich, Kinders, ich benutze die und ich kann noch nicht mal das hier abmachen, ne? Auch vor allen Dingen, können wir bitte darüber reden, dass ich auch nicht, im Moment noch nicht, das kommt irgendwann, fähig bin, das hier wegzutun. Ne? Und hier haben wir halt diese wunderschönen Farben und das Coole ist, wir haben noch zwei Blushes mit drin. Also hier die zwei, einer ist so ein bisschen, oh, die sind auch so toll, so schimmerig, ne? Und der andere ist halt matt und diese Prägung da drin, allein bei dem Blush finde ich so wunderschön. Auch die Palette an sich einfach so schön. Ich swatch euch hier mal gerade die zwei runter, dass ihr die auch mal gesehen habt. Ne? Der eine ist halt, wie gesagt, der hat so einen leichten Schimmer, was ich gerne mag. Aber der andere ist nicht totmatt. Der ist auch so wunderschön smooth. Und das sieht immer auf dem Gesicht schon richtig, richtig nice aus. Und dann kommen aber diese anderen wunderschönen Farben. Und da gehe ich gerade auch mal mit euch rein. Die habe ich jetzt zum Beispiel heute so ein bisschen im Innenwinkel. Und das sieht man, glaube ich, die shiftet so ein bisschen grün und, ne, so lila einfach daher und passt so perfekt. Und diese, oh mein Gott, diese matten Töne, die haben so mega drauf. Aber auch diese Schimmer, ne? Ihr macht die aufs Auge. Das ist wie so ein Wettlook einfach. Ne? Ich gehe einfach mal in diese vier hier einmal rein und brauche, ohne mich zu versauen, ein bisschen Platz auf dem Ärmchen. Das hier ist einmal dieser, wo so ein bisschen hin und her shiftet, ne? Die Kamera fängt das, glaube ich, wieder nicht so ein. Dann dieser wunderschöne Mauve-Ton einfach hier mit dabei. Dann habe ich hier diesen, oh mein Gott, diese Schimmertöne sind einfach der Knaller auch, ne? Also da gibt es auch nichts drüber. Genauso wie die Matten. Also die ganze Qualität von dieser Palette ist einfach der Wahnsinn. Ich gehe euch hier gerade mal noch, oh, wenn man da schon reingeht. Wirklich, jeder Make-up-Liebhaber stöhnt da einfach aus. Ich kann da nichts dafür. Ne? Ich bin euch gerade mal in die zwei grünen Töne reingegangen, weil ich die auch auf dem Auge einmal habe. Und oh, can we talk about this? Oh Gott, ist der schön. Die sind wirklich, diese ganze Palette ist halt ein kleiner Traum. Ich bereue nichts. So, die musste einziehen und wirklich auch auf den Augen. So easy peasy, gerade mit diesen Refferpinseln. Oh mein Gott, das macht so richtig Laune, damit zu schminken. Dann bin ich aber noch, ich ziehe mal hier das Körbchen an mich ran. Hört man das, wie das über den Boden schleift? Da ist noch ein bisschen was mitgekommen. Und ich wiederhole an dieser Stelle, nein, es war nicht alles innerhalb von ein, zwei Monaten und alles auf einmal. Das sind einfach noch Sachen, die so hier mal was und da mal was und die ich euch unbedingt noch zeigen wollte. Eine neuere Geschichte ist einfach, wo ich ein bisschen lost war. Ich war einfach lost. Wirklich, ich hab eine Zeit lang vorher schon überlegt gehabt und wieder hin und her. Und brauchst du wirklich? Und gerade was Paletten angeht, bin ich halt echt immer so ein bisschen, ne, lost. Ihr Lieben, ich muss dringend weiter aussortieren und ich muss mal wieder mein Zimmer aufräumen. Ich suche gerade diese kleine Palette, die hier irgendwo sein muss. Wirklich, bitte melde dich. Kleine Natascha Denona Pastellpalette, bitte melde dich bei mir. Naja, die große ist halt eingezogen bei mir und ich hatte mir die kleine ja bei Look Fantastic geschnappt, wie sie im Angebot war. Und da gab es aber diese Pastellpalette nicht, aber bei Sephora gab es die. Und zwar kurzzeitig dann im Angebot und deswegen, ja, ne, was soll ich sagen? Ist die nämlich bei mir eingezogen und ich finde die auch so, oh, ich war so hin und her und wie gesagt, ich war ja vorher schon dran. Wo sie mir im Kopf rumgeschwirrt ist. Hier ist übrigens auch noch ein kleines Bröbchen von Believe Aqua Bomb Jelly Cleanser, den ich austesten kann. Vielen Dank, Sephora.
Und auf jeden Fall, das ist einmal die Palette. Und man merkt schon wieder, ne? Ich kleine hier, ich kann wieder die Umverpackung nicht wegwerfen. Und man sieht es, glaube ich, auch ganz gut, dass ich hier so Natasha Denona mag. Ich halt auch echt gerne. Vor allen Dingen diese Paletten, die nicht gleich ein Riesenloch in den Geldbeutel reißen. Wenn sie dann im Angebot sind, wird dann hier und da mal zugeschlagen. Und wie gesagt, die war echt günstig bei Sephora zu haben. Wunderschöne Palette einfach. Oh, und diese, wirklich diese Pastelltöne. Oh, ich bin lost. Ich war lost. Ich habe, glaube ich, noch 2 Tage habe ich wirklich intensiv in mich reingehorcht und war dann so, okay, wirklich, ich brauche sie. Ich werde es so bereuen, wenn ich jetzt für den Preis nicht zuschlage. Und ja, ihr seht ja, was rauskam. Eine kleine Palette ist noch eingezogen und auch da. Ah, Leute. Ach, da will man ja gar nicht richtig reinswatchen, weil die einfach so schön ist. Aber oh, ist wirklich so ein kleiner Pastelltraum. Und Pastellfarben sind natürlich auch so eine Geschichte. Entweder man mag es nicht. Ich mag es super gerne. Vor allen Dingen, wenn Pastellfarben so eine schöne Qualität haben wie diese Palette. Und ja, einmal die dann auch noch eingezogen. Verurteilt mich nicht. Ich liebe Make-up. Ich gehe einfach mal am Make-up vorbei, sonst denkt ihr noch, die hat sie nicht mehr alle. Nein, ich shoppe auch sehr sinnvolle Sachen. Also es ist nicht so, als würde ich nur Make-up shoppen. Ich habe sinnvolle Schlappen geshoppt. Liebe Grüße. Einmal diese kleinen habe ich mitgenommen bei Timo noch. Und da habe ich ja auch diesen Pulli unter anderem her. Und ne, ich finde, die hat immer so coole Schlappen. Wer kann sich noch an die kleinen mit den Häschenohren erinnern, ne? Ich meine, irgendwann sind die Schlappen halt so ein bisschen abgelatscht. Und ich habe auch ein paar draußen Schlappen und ein paar drinnen Schlappen. Und das hier sollen halt drinnen Schlappen werden. In wunderschönem Pink und so einem Karo hier. Und die habe ich auch schon in... Die zeige ich euch jetzt nicht. Das sind nämlich draußen Schlappen in Grau und Weiß. Also war nicht die beste Farbwahl für draußen Schlappen. Aber, oh mein Gott, die sind so kuschelig. Die haben eine breitere Sohle, die sind stabil, die sind weich, die sind angenehm an den Füßlein, halten schön warm. Und mit denen kann ich wunderbar einmal durchs Haus schlappen. Ne? So, hier, einmal die. Schön passend auch zur Palette ausgewählt, ne? Haha. Dann habe ich noch bei Mypunkt zugeschlagen. Ich liebe den Schmuck. Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Schmuck einfach liebe. Oh mein Gott. Auf jeden Fall habe ich bei Mypunkt zugeschlagen und habe mir hier noch was Kleines bestellt. Und Leute, da müsst ihr echt schauen, wenn coole Rabattaktionen sind. Ne? Ich finde, das ist preislich so der Hammer, was Mypunkt da für eine Qualität aufruft und dann für Preise, wenn man diese Prozente mitnimmt. Ihr wisst das, ihr kriegt mit meinem Code dann immer einfach die Versandkosten frei und dann könnt ihr auch was Kleineres bestellen, was natürlich mega, mega nice ist. Und immer wenn ich sowas habe, so einen Ring oder kleinere Ohrringe, die mir noch gut gefallen, dann schnappe ich die mir halt gerne dann auch mal nach. Und ich weiß gar nicht, das seht ihr glaube ich gar nicht richtig, ne? Ich fand die so cool. Ich fand die einfach so cool. So ein bisschen grafisch irgendwie. Einfach so Ohrringe, so Stäbchen, ne? Lange Stäbchen an den Ohren. Aber ich fand die einfach super nice. Auch ganz filigran wieder gearbeitet. Und einmal die habe ich mir auch noch gekauft gehabt, ne? So, dann ein kleiner Amazon ist hier nämlich auch mit drin. Die zeige ich euch auch. Und da bin ich gespannt, wer das noch weiß. Welche meine liebsten Rasierer sind. Ich wollte den von Estrid. Ich glaube, Estrid heißt das. Den wollte ich auch unbedingt irgendwann mal ausprobieren. Aber ich bin halt mega zufrieden mit denen hier. Und die schnappe ich mir immer wieder nach. Auch mein Schatz benutzt die sehr, sehr gerne und fleißig. Die gibt es zwar auch als Männervariante, ne? Jedem das seine, aber der benutzt halt auch die sehr gerne. Ich finde, damit schneidet man sich nicht und mich fasziniert das wirklich, wie lange diese Teile scharf und tralala bleiben. Das sind nämlich eigentlich Einwegrasierer. Aber ich habe so viele andere Rasierer, wie gesagt, die sind von Estrid noch nicht, aber so viele andere probiert und
wirklich, ich kaufe mehr Klingen wie sonst irgendwas. Und hier die, da habe ich so ewig dran. Also, ne, ihr müsst mal schauen. Irgendwann habe ich euch noch so ein Mix-Up-Haul gezeigt. Und da hatte ich das letzte Mal diese Rasierer gekauft. Und jetzt kommt erst das nächste Päckchen, weil wir halt keine mehr zu Hause haben, die noch scharf genug sind. Ne? Und die von Big Soleil Bella mit den vier Klingen und Kokosnuss hier einmal. Drei Stück plus einen gibt es immer gratis. Die kriegt ihr nicht nur bei Amazon, die kriegt ihr auch in sonstigen Geschäften. Müsst ihr mal schauen. Globus zum Beispiel hat die, das weiß ich. DM Rossmann bei uns jedenfalls nicht. Deswegen, ne, weil das alles ist eh immer. Ich wirklich, Kinders, ich wohne hinterm Wald, unterm Wald. Ganz weit weg von allem außerhalb. Deswegen bin ich auch so ein kleiner Online-Besteller. Ne? Auf jeden Fall hier die einmal mitgekommen und wirklich, wirklich empfehlenswert. Liebe Grüße an Tommy, der die nämlich nachgekauft hat, ne? Weil ich davon immer so am Schwärmen war und der auch begeistert ist. Ne? Einen konnte ich anfixen mit diesen tollen Rasierern. Braucht man nicht so viel Klingen. Ich finde das einfach genial. Deswegen einmal die bei Amazon nachgeschoppt. Dann habe ich hier ein Teilchen, das muss ich euch auch zeigen. Auch leider verdellt hier. Ne? Das ist so eine riesige Flasche, die so ein. Das war ein Hups-Kauf bei Temu auch tatsächlich gewesen. Denn wenn ihr die Bestellung abschickt, kommt da immer noch so: Ah, fügen Sie den Artikel quasi dazu, ohne Kosten, bla bla bla. Naja, ich habe da drauf geklickt. Ne? Ich lerne nur dazu, Leute. Und hatte dieses Teilchen gesehen gehabt. Ich hatte das auch schon hier mir rausgepickt, weil die zeigen euch ja immer an, wo ihr irgendwie nach guckt, ne? Und fand den ganz interessant, weil ich dachte auch so als, ne, Gesichtssprüher oder für die Haare so, ne, anzusprühen, ist das Teilchen vielleicht ganz cool. Und tatsächlich, es ist ganz cool. Es war auch nicht teuer. Also mein Herz hat nicht geblutet, weil ich es fehlerhaft in den Warenkorb gepackt habe, quasi. Und das ist so einer, der noch so nachsprüht leicht. Also ganz krass feiner Sprühnebel kommt da raus. Ich freue mich jetzt schon auf den Sommer, Leute. Weil da kommt dieses Teilchen so richtig zum Einsatz, ne? Also vielleicht braucht ihr auch eins oder für Blumen, die bei mir ja eh alle sterben, bekanntlich, brauche ich euch nichts erzählen. Aber die könnten sowas ja auch gut abhaben, ne? Einmal das hier. Da gibt es verschiedene. Ne? Meiner ist so ein bisschen, wie gesagt, verdellt und das ist ein bisschen schade, aber so, ah, wie heißt denn das? Manchmal habe ich so Wortfindungsstörungen, aber das, wo sich so hochpumpt und mir fällt der Name nicht ein. Wahrscheinlich, wenn das Video rum ist, fällt es mir dann wieder ein. So ist das ja. Ne? Einmal dieses kleine Teilchen auch mitgekommen, was mich gerade so ein bisschen zutropft. Schön, dass ich jetzt hier alles nass eingesprüht habe. Das war sehr, sehr schlau wieder von mir. Ich liebe meine schlauen Momente, aber mein Gott. Dann zeige ich euch noch was bei mir bei Temu mitgekommen ist. Diese Teilchen. Oh mein Gott, ich war so am Stöbern danach und irgendwie fand ich die ganz interessant und praktisch und. Ne? Vielleicht kennt ihr die. Das sind quasi Hilfen für Eyeliner oder Nasenkontur oder Tralala hier, Lippenkontur und so ein Kram zu ziehen, was sehr, sehr lustig ist. Ne? Also hier ist, glaube ich, Lippenherz oder wie war das? Ich habe das hier noch gar nicht verwendet, ne? Aber auch hier so schön, ne? Mit so einem, sieht man das? Aus Silikon sind die übrigens und hier so eine Skala noch aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ne? Damit man genau weiß, wann, wie, wo die Nase markiert werden muss. Keine Ahnung, ne? Ich habe das hier. Das könnte tatsächlich echt gut funktionieren. Das hier Teilchen ist aber, glaube ich, eher so für Lippen und so ein Zeug. Leute, ich habe es vergessen, was das hier für ein Teilchen ist. Ich weiß es nicht mehr. War das auch Eyeliner? Irgendwie kann man die ja alle zweckentfremden, ne? Ich weiß auch nicht, warum da unten so ein kleiner Nippis ist, ne? Also hier, das ist so ein Hartplastik und hier ist dann nochmal so ein. Keine Ahnung, Leute, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall war das so ein Set, deswegen war das alles da drin. Und das hier war eigentlich so dieser Übeltäter, wo ich dachte, ach komm, kannst du mal ausprobieren. Ja, ne? Sollte ich vielleicht mal machen. Wollt ihr mittesten? Soll ich das mal machen, ob sowas irgendwas bringt? Keine Ahnung. Weil ich ziehe ja meistens mit meinen Banana Beauty Eyelinern, komme ich super zurecht, was hier Eyeliner ziehen ist.
Hier ist auch noch ein kleines Löffelchen, einmal hier hinten dran, um sich so Creme oder Masken rauszuschaufeln. Ne? Und das war hier auch so eine kleine Temo-Mitbestellung. Ich habe auch Pinsel bei Temo bestellt, Leute. Könnte ich euch vielleicht auch mal zeigen. Einer ist, Moment, oh, mein kleines Chaos hier. Einmal dieser hier, ne? So ein Concealer-Pinsel, ja. Auch der gerade wieder benutzt, ne? Ich muss dringend, Leute, dringend wieder Pinsel waschen. Ich weiß, ich drücke mich davor. Naja, solange ich noch ein paar im Backup habe, geht das immer so klar. Aber der ist richtig nice für so ein abgeschrägter, ne? Für hier Concealer sich drauf zu machen. Und der kam als Set mit, wo bist du? Da ist er. Mit diesem hier. Das ist ein Foundation-Pinsel, der erstaunlicherweise, also man muss ja wirklich sagen, für das Geld ist der echt in Ordnung. Also finde ich, geht voll klar. Nicht so schön wie jetzt hier die anderen Pinsel, muss ich sagen. Aber wie gesagt, für das kleine Geld war der ganz cool. Wobei der hier ist mein kleiner Favorit da drin. Ne? Und irgendein Augenbrauenpinsel. Habe ich schon erwähnt, dass ich euch mal mitnehmen sollte durch mein kleines Chaoszimmer. Ich muss unbedingt meinen Tisch da aufräumen. Vorher zeige ich euch den nicht. Das ist ja furchtbar, wie es hier aussieht. Überall Pinsel. Auf jeden Fall habe ich auch so ein hier Augenbrauenpinsel. Augenbrauenpinsel? Ja, heißt so. Ne? Mitbestellt. Der ist aber Schrott. Deswegen ist auch nicht schlimm, wenn ich euch den nicht zeige, weil das ist wieder ein Schrottmoment bei Temo gewesen. Dann bin ich hier, ich muss mal gucken, wie viel habe ich euch schon wieder zugelabert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich bei Best Secret bestellt. Oh Wunder, Katrin, oh Wunder. Und da bin ich, seit ich diesen Foreo, hier mein kleines UFO so günstig gekriegt habe, bin ich auch immer bei Elektrogeräten unterwegs und stöber da auch immer so ein bisschen nach. Und da war ganz günstig, ich glaube 19 Euro oder so, ein Teilchen, was normal 130 Euro kostet. Und ich war so oft schon versucht, mir so ein Poren-Vakuum-Ding zu bestellen. Aber ich habe den nie getraut, die es so bei Amazon und so gab. Also da hatte ich immer Angst, mir irgendwas kaputt zu machen. Und dann dachte ich, okay, wenn das Teil, ich habe dann auch nachgegoogelt, das kostet tatsächlich normal 130 Euro. So günstig ist, dann bestellst du das mal mit, ist nicht direkt für mich, wobei ich werde das auf jeden Fall auch mal testen, aber Schatzi hat so kleine Riesenporen, ne? Und ganz ehrlich, Leute, ab und zu gehe ich tatsächlich hin und muss, oh Gott, ich mache das nicht gerne. Es gibt Menschen, die drücken gerne Pickel. Ich bin keiner davon. Ich mache das einfach nur, damit Schatzi, ja, weil ich gucke den ja an. So, oh, wie gemein sich das anhört. Aber ne, die Pickel müssen dann weg. Der hat halt ganz große Poren und hat ganz viele Mitesser immer. Vielleicht sollte er ja einfach mal meine Skincare-Videos auch hier und da schauen. Aber, ne, so, auf jeden Fall dachte ich, für den, der kommt mir nochmal. Von wegen, ich drücke die Pickel. Ich saug die ab jetzt aus. Ich habe es noch nicht getestet, Leute. Ich kann euch noch nichts sagen. Aber da ist ein bisschen Druck dahinter, ne? Ich hier meinen Swatch mal. Also man sieht das, glaube ich, auch, ne? Also könnte bei ihm gut funktionieren. Man muss, glaube ich, nur ein bisschen schneller unterwegs sein. Irgendwas habe ich gesehen, wo die Leute blaue Flecken und Ralala gekriegt haben. Aber bei dem gehen die eigentlich ziemlich leicht raus. Das sind hier Themen, die ich anschneide, wo ich mir gerade denke, Katrin, erzähl doch nicht sowas. Aber ist halt so, ne? Die gehen eigentlich ziemlich leicht raus. Also da muss man nicht viel Druck aufwenden und da dran rumquetschen oder so. Sondern man kann auch bei Schatzi leicht über die Haut und dann kommt die raus. Deswegen denke ich, wird das funktionieren. So, jetzt ist eh zu spät. Jetzt habe ich es euch eh einmal zugesabbelt. Hier gibt es übrigens noch zwei andere Aufsätze. Ich muss mich damit mal mehr beschäftigen. Aber man sieht, ne, die Neugierde war da und die Batterie ist schon drin. Weil das Teilchen funktioniert mit Batterie. Ne? Also soweit bin ich schon vorgedrungen hier. Dann habe ich hier, oh mein Gott, ich habe heute noch meine kleine Waldsammlung. Ich bin so süchtig nach diesen Deos, Leute. Ich kann es euch nicht anders sagen. Ich mag diese Deos unheimlich gerne. Also wirklich die Düfte davon und so. Und ich habe mit ein paar noch so ein bisschen Späßchen gemacht, ne? Und so gesagt, ja, ich versuche mich zusammenzureißen, weil Limited Edition,
Cherry Blossom und Tralala und die habe ich das letzte Mal verpasst und na ja, Wild hat Limited Editions rausgebracht, beziehungsweise nochmal rausgebracht. Oh mein Gott, wirklich, wer Kirschblütenduft mag, oh, ihr seid so richtig hier. Cherry Blossom ist hier nämlich einmal am Start. Ich suchte den Duft, wirklich, wirklich, ich suchte diesen Duft. Das riecht, das hier ist mein absoluter. Vorher war es Fresh Cotton, aber das hier, das schlägt irgendwie alles. Das ist so ein krass, wahnsinnig toller. Ich möchte mein Leben lang danach riechen, Duft. So sieht's aus, ne? Einmal hier Cherry Blossom auf jeden Fall. Dann gibt es hier Lemon, Basil and Blood Orange. Da musst du ein bisschen auch an Antje denken. Oh mein Gott, die und ihre Orange. Boah, der riecht auch so lecker, Leute. Der riecht einfach auch so. Oh, ich feier das so hart. Die müssen Parfum rausbringen. Also wirklich, natürlich, man kann die Deos auch als Parfum benutzen. Aber die müssen Parfum rausbringen. Ich würde den hier sofort kaufen. Einer, der mich so ein bisschen, oh, wo ich nicht weiß, mag ich ihn oder mag ich ihn nicht, ist hier auch eine ganz, ganz neue Limited Edition. Diese Sherbet Lemon einmal. So schaut die aus und die riecht halt nach Zitronenbonbon. Das heißt aber nach so süßem, also bitterer Zitrone, ein bisschen süßlich, aber einfach auch dieses Bittere ist da ein bisschen mit dabei und so riecht das auch, ne? Und ich habe Schatzi auch schnuppern lassen und habe gesagt, ist das ein Duft? Mag ich den oder mag ich den nicht? Schatzi war genauso. Also wir sind so ein bisschen hin und her gerissen. Weil ich kann mir das, vielleicht riecht das auch besser, wenn ich das quasi auftrage, ne? Weil dann sind die Düfte nochmal ein Ticken anders. Der könnte vielleicht noch ein bisschen cremiger sein, finde ich. Also ich mag Zitrone sehr gerne und das hier ist definitiv eine sehr, sehr frische Zitrone. Und nicht so dieses Lemon Pie-Gedönse, was ich auch gerne mag, ne? Manche sind ja so ein bisschen cremiger vom Duft her. Oh mein Gott. Ich schnuppere immer noch, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, hier volle Überzeugung. Und Sherbet Lemon ist so. Ich weiß noch nicht. Ich muss mal weiter testen. Auf jeden Fall erweitern diese kleinen Düfte auch noch meine Waldsammlung. Ihr Lieben, ich glaube, ich habe euch erstmal genug zugequatscht und ich habe euch hier wieder so ein bisschen kunterbunt mitgenommen in meine hier und da unterschiedlichen Hauls und ich hoffe, euch hat das wieder richtig Spaß gemacht, da einfach mal in die Einkäufe zu stöbern. Auch wenn es so kunterbunt ist, ist ja auch eine coole Sache und ja, auf jeden Fall schäme ich mich ein wenig zu sagen, ich habe da noch was. Das seht ihr dann aber beim nächsten Mal und ich hoffe auch daran werdet ihr wieder richtig Laune und Spaß haben an dem Geschnatter, was ich hier so schön an den Tag lege und ungebremst auf euch einprasselt dann immer. Aber für mich ist das wie so mit Freundinnen und Freunden zu quatschen und einfach da zu sitzen, ein bisschen zu labern und zu schauen, oh, was hast du denn da gekauft? Und ah, oh, das ist cool, habe ich da und daher, weil so ein bisschen easy peasy Shopping-Geschnatter einfach. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Vielleicht seid ihr auch gerade beim Shoppen. Tu's nicht! Spaß! Gönnt euch, ihr Lieben, gönnt euch von Herzen, wirklich. Jeder sollte sich das ein oder andere Teilchen einfach gönnen, ob es eine Palette ist, ob es Schlappen sind. Das, was einen halt eben glücklich macht, ist doch eine coole Sache. Und man hat ja auch immer ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht, auch wenn man die Palette zum nochmal swatcht oder tralala. Ich finde, das macht immer einfach happy und denke, da sollte sich jeder auch hier und da einfach was gönnen und Gutes tun. Und ihr Lieben, wirklich. Macht's gut. Tschüssi.